Die Linke sagt jetzt eben, jeder, der aus Afghanistan weg will und nach Deutschland möchte, soll auch kommen. Er muss auch bleiben dürfen und er soll 1.200 Euro netto bekommen. An der Stelle unterscheiden wir uns. Und da muss ich einhaken auf das, was Herr Busse gerade gesagt hat, was Sie gerade gesagt haben. Sie fragen sich, warum nicht mehr Menschen die Linke wählen, wenn doch den Menschen es so schlecht geht. Deswegen, weil es ihnen dann noch sehr viel schlechter gehen würde. Ihre Position, Frau von Storch, Sie haben ja gesagt, die AfD-Grenzsicherung hat nun die oberste Priorität. Würden Sie die deutschen Grenzen also im Zweifel ganz schließen? Also wir haben das gerade gehört. Jeder Mensch hat ein Recht, hat Menschenrechte und er hat das Recht, nach Deutschland zu kommen. Sie nicht, und dass jeder Mensch Menschenrechte hat, Frau Storch? Unbedingt hat jeder Mensch Menschenrechte, aber er hat nicht das Recht, in Deutschland zu leben und nach deutschen Ansprüchen sein Leben hier zu führen. Das ist genau das. Jeder Mensch darf nach Deutschland kommen und jeder Mensch hat Anspruch auf alles. Das ist das, was Sie propagieren und das ist das, was auch Sarah Wagenknecht zutreffenderweise als völlige Weltfremd bezeichnet und auch Oskar Lafontaine hat eine dezidierte Antwort auf die Situation der Menschen. Wir sind dafür, dass der globale Pakt für Migration durch einen globalen Pakt für sichere Grenzen ersetzt wird. Wir wollen gerne vor Ort helfen, möglichst grenznah, also möglichst ortsnah und nicht die Menschen alle auf den Weg hierher bringen. Das Problem ist das politische Signal, das wir aussenden, wenn wir sagen, wie die Linke, jeder kann kommen, jeder kann bleiben, jeder kriegt 1.200 Euro. Das politische Signal. Gegen die Maskenpflicht, das haben wir festgestellt, sind Sie gegen das Testen als Voraussetzung, zum Beispiel irgendwo reinzukommen? Um in den Supermarkt hineinzukommen, ja. Um Pflegeheime zu schützen, mag das Sinn machen. Das heißt, die Leitlinie unserer Corona-Politik heißt, wir haben sowohl die Gesundheit als auch die anderen Grundrechte in diesem Staat zu achten. Und wenn der Staat in die Grundrechte eingreift, in einer Intensität, wie er dies jetzt getan hat, dann muss er das sehr gut begründen. Er muss zunächst mal darlegen, dass die Maßnahmen geeignet sind. Das hat er an keiner Stelle wissenschaftlich getan. Dann muss die Maßnahme erforderlich sein. Das heißt, es muss kein milderes Mittel geben. Und dann muss sie am Ende des Tages angemessen sein. Das heißt, es braucht eine Verhältnismäßigkeit. Okay. Eine Abwägung. Und diese Dinge haben wir in der Fläche nicht gesehen. Und wir haben viele, darf ich das vielleicht noch ergänzen, viele Möglichkeiten gehabt, im Innenausschuss auch Fragen zu stellen, der Regierung Fragen zu stellen. Was ist die Grundlage? Worauf stützt ihr eure Maßnahmen? Und sie haben nichts vorgelegt. Und bei der Intensität der Eingriffe muss das erforderlich sein. Wir haben nicht nur die Gesundheit zu schützen, sondern auch die Grundrechte von 80 Millionen Menschen, die hier leben. Bevor die AfD sagt, also wir wollen nicht aus der Kohle aussteigen, nicht aus dem Verbrennungsmotor aussteigen. Die Linke sagt, wir wollen 2035, glaube ich, 100% erneuerbare Energien haben. Eine Frage, selbst wenn Sie recht hätten, was spricht dagegen, in zukunftsweisende Technik zu investieren? Das ist doch genau das, was wir fordern. Forschung und entwickeln, das sollen wir unbedingt tun. Aber das, was die Linke sagt, die wollen aussteigen aus Kohle, aus Gas und aus Kernenergie, dann wollen sie gleichzeitig den Verbrennungsmotor abschaffen, Elektroautos haben, die dann nachts geladen werden sollen, wenn gerade die Sonne nicht scheint und der Wind möglicherweise nicht bläst. Das ist so utopisch und das ist ihre Alternative. Und dann wollen sie Hanf anbauen in den Kohlegebieten. Also das ist einfach nur noch grotesk, was sie machen. Die Geschichte kenne ich noch nicht, aber trotzdem. Aber was ist Ihre Alternative? Alternative ist, wir bleiben in der Kohle, wir bleiben beim Verbrennungsmotor. Genau, ein breiter Energiemix brauchen wir. Und keine erneuerbaren Energien. Und jedenfalls auch erneuerbare Energien, gerne in einen breiten Energiemix soll das alles hinein, aber nicht eine Fokussierung auf erneuerbare Energien, die unsere Grundlast nicht liefern können. Das ist einfach eine Wahrheit, die bleibt stehen, aber gegen die Gesetze der Denklogik verstoßen die Linken dann sehr gerne. Wahrheiten.